Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Histox Day 24, auch nochmal von mir. Ich hoffe, Sie hatten bisher spannende Einblicke. Wir haben auch spannende Sachen mitgebracht, die Frau Özgün-Habenstein und ich. Mein Name ist Alexander Kahn. Ich bin Volljurist in der Schadenabteilung bei der Histox inzwischen seit 7 Jahren. Meine Kollegin, die Frau Habenstein, ist seit 5 Jahren dabei. Ja, und wir hoffen, Ihnen spannende Einblicke in unsere tägliche Arbeit geben zu können. Unser Titel lautet, wenn guter Rat zum Business Killer wird. Ja? Da werden Sie jetzt sagen, das wird ein bisschen reißerisch sein, aber ich kann Ihnen versichern, die Dienstleistungsbranche kann existenzvernichtend sein, wenn Beratungsfehler passieren. Ja, was sind Berater eigentlich? Ja? Das ist immer so leicht dahergesagt. Was sind Berater eigentlich? Berater sind ja also Dienstleister, die aufgrund überlegenen Wissens Beratungsleistungen bringen. Ja, also sie brauchen immer sozusagen in der Dienstleistungsbranche in irgendeiner Form ein überlegenes Wissen, ja, das sie sich erworben haben. Natürlich sind in diesem Zusammenhang die gängigsten Berater, die jeder erkennt, sind natürlich Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und so weiter. Aber es gibt auch noch einige andere Berater, auf die man nicht gleich kommt. Es gibt technische Beratung, es gibt Personalberatung, Interimsmanagement. Das ist, wenn Sie zum Beispiel als Geschäftsführer in ein Unternehmen gehen, was Ihnen gar nicht gehört oder wo Sie eigentlich gar nicht Geschäftsführer sind, um da eine Schieflage zu beseitigen. IT-Beratung gibt es, ja, also Sie können als IT-Dienstleister nicht nur IT implementieren, sondern Sie können natürlich auch beraten, ein Unternehmen beraten zum Beispiel, was es für IT benötigt, die dann für teures Geld eingekauft wird und tatsächlich implementiert, tut es aber jemand anderer. Ja? Also wir haben da auch noch Fälle mitgebracht aus diesem Bereich. Ja, Coaching zum Beispiel wäre noch etwas, was man erwähnen kann, wenn Sie Marketing zum Beispiel, Marketing-Coachings anbieten oder Ihre Mandanten bieten ja, Beratung an für Prozessoptimierungen, Immobilienberatung. Also das Feld ist weit und die Fehler, die dort gemacht werden können, sind auch ja, sind schnell gemacht, ne? Also sind und können, wie gesagt, auch existenzvernichtend sein. Ich habe Ihnen jetzt mal ein paar Produkte mitgebracht, und zwar die, von denen ich denke, dass das die Produkte sind, die Sie für Ihre Mandanten, potenziellen Versicherungsnehmer benötigen würden, was ja die Berater, was Ihre Berater angeht. Ne? Wir haben zuerst mal die Professionsversicherung. Das ist eine klassische Beraterhaftpflicht, die grundsätzlich offen ist, ja, die grundsätzlich nicht tätigkeitsbezogen ist. Das heißt aber nicht, dass sozusagen die anderen Produkte schlechter sind oder eingeschränkter sind, sondern sie sind nur gemünzt auf bestimmte Beratungstätigkeiten. Da sind die Bedingungen nochmal ein bisschen anders, ein bisschen angepasster. Bei der Professionsversicherung ist es tatsächlich so, dass ja, also alles, was sozusagen nicht besondere Beraterverhältnisse darstellen können, sind sie eigentlich mit dieser Versicherung gut bedient. Consult, da habe ich jetzt geschrieben, Haftpflichtversicherung für Unternehmens- und Personalberater, ja, um Ihnen sozusagen einfach so ein bisschen so einen Überblick auch zu geben, was dort geregelt ist. Allerdings beschränkt sich das natürlich nicht auf Unternehmens- und Personalberater. Auch Wirtschaftsprüfer etc. zum Beispiel können sich diese Produkte einkaufen, Interimsmanager und so weiter. Marketing and Advertising, ja, der Name sagt es schon, ist natürlich in der Kreativberatungsszene gefragt, ne? Werbeagenturen, PR-Agenturen, Marketingagenturen etc. Auch Marktforschungsinstitute sind mit dieser Versicherung gut bedient. Und dann schließlich, ich habe es vorher schon erwähnt, ne? NetIT, nicht nur für IT-Dienstleister, die selbst ja, IT-Dienstleistungen erbringen, die Hardware installieren, Software produzieren, installieren, sondern auch IT-Dienstleister, die nur beratend tätig sind, können sich diese Versicherung auf jeden Fall einkaufen und sind damit gut bedient. Ja, und was ist jetzt die Grundkonstellation? Ich habe Ihnen mal die Grundkonstellation mitgebracht. Die Grundkonstellation ist natürlich immer, dass in irgendeiner Form, ja, also der Versicherungsnehmer, unser Berater,
macht etwas, berät falsch und wird nun von dem Geschädigten auf Schadenersatz in Anspruch genommen. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist da natürlich erstmal das, was grundsätzlich versichert ist. Es sind nicht weitere Ansprüche versichert, zum Beispiel Rückabwicklungsansprüche, bereicherungsrechtliche Ansprüche, sondern grundsätzlich sind nur Ansprüche auf Schadenersatz versichert. Und wenn der Geschädigte das an den VN heranträgt, dann kann der VN Deckung verlangen. Ja, was ist Deckung? Deckung ist entweder freigestellt zu werden, wenn dieser Anspruch begründet ist. Und dann sehen Sie auch, ne, dann geht der Pfeil weiter in Richtung Zahlung. Dann bezahlen wir an den Geschädigten diese Summe. Oder wenn der Anspruch nicht begründet ist oder zumindest nicht in der Höhe begründet ist, dann verteidigen wir den Versicherungsnehmer gegen diesen Anspruch. Ja? Und das machen wir außergerichtlich selbst. Grundsätzlich, weil wir selbst ja Rechtsanwälte sind, respektive Volljuristen und das im Versicherungsfall auch dürfen. Also wir haben in den Bedingungen auch eine sogenannte Generalbevollmächtigung geregelt, dass wir auch im Versicherungsfall Interessen des VN wahrnehmen dürfen. Und ich kann Ihnen nur sagen, nehmen Sie das in Anspruch. Ne? Wenn Sie Ihren Kunden im Schadenfall begleiten, nehmen Sie das in Anspruch. Dafür zahlen Sie natürlich auch die Prämie, ne? Dass Sie nicht bloße Sachbearbeiter da sitzen haben, sondern dass Sie tatsächlich Volljuristen haben, die die Interessen des VN wahrnehmen können. Ja, und wir schützen natürlich das Vermögen des Versicherungsnehmers, nicht des Geschädigten, auch wenn der Versicherungsnehmer oftmals oder ich will jetzt eigentlich eher sagen teilweise, ne, natürlich eventuell auch ein Interesse daran hat, dass irgendwas gezahlt wird, auch wenn der Anspruch nicht begründet ist, weil er natürlich die Geschäftsbeziehung nicht belasten will zu seinem Kunden. Ne. Es gibt einfach Fälle, da sagt der Versicherungsnehmer, das ist ein wichtiger Kunde von mir, lass uns doch da nicht so ein großes Fass aufmachen, zahlen wir doch an den Geschädigten was und dann können wir weitermachen. Das können wir natürlich grundsätzlich nicht machen, ne, weil wir nicht das Vermögen des Geschädigten schützen, sondern das Vermögen des Versicherungsnehmers. Und der will ja auch weiter eine Versicherung haben. Ne. Nicht nur vielleicht bei uns, sondern auch in Zukunft vielleicht auch mal bei einem anderen Versicherer, der in der Regel Vorschadenauskünfte verlangt. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir auch Ansprüche auf Schadenersatz abwehren und keine Zahlungen leisten, wenn diese Ansprüche einfach nicht begründet sind. Ne. Da hat der VN natürlich auch einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag, da entsprechend verteidigt zu werden und sein Vermögen und auch seine Stellung als Versicherungsnehmer geschützt zu werden. Ja, was haben wir, lassen Sie uns mal die Verhältnisse anschauen. Was haben wir für ein Verhältnis? Wir haben zuerst einmal das Deckungsverhältnis. Ich gehe noch mal kurz zurück. Hier zwischen VN und TISCOX, hier diese Vertragsbeziehung, das ist das Deckungsverhältnis. Das Deckungsverhältnis begründet einen Anspruch des VN, habe ich schon gesagt, auf Deckung, nicht auf eine spezielle Art der Deckung. Grundsätzlich ist es so, der VN kann Deckung verlangen. Welche Art Deckung wir aber gewähren, ob wir den Anspruch abwehren oder nicht, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher dazu, ob wir den Anspruch abwehren oder nicht oder eben zahlen, das wird grundsätzlich uns als Versicherer überlassen. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber zuerst mal ist das Deckungsverhältnis anzuschauen, weil wenn Versicherungsschutz besteht, und das ist die Voraussetzung natürlich auch sowohl für die Abwehr als auch für die Zahlung, dann werden wir natürlich erst tätig. Ne? Wenn wir einen Sachverhalt haben, für den kein Versicherungsschutz besteht, dann können wir nicht tätig werden und dürfen nicht tätig werden. Ganz anders das Haftungsverhältnis, das ist jetzt das Verhältnis zwischen dem VN und dem Geschädigten, in dem der Anspruch auf Schadenersatz geltend gemacht wird und da ist dann zu prüfen, besteht er oder nicht. Und diese beiden Schuldverhältnisse, also zum Beispiel den IT-Dienstleistungsvertrag zwischen dem VN und seinem Kunden und den Versicherungsvertrag zwischen dem VN und uns als Versicherer, diese beiden Schuldverhältnisse sind grundsätzlich voneinander zu trennen. Die haben grundsätzlich erstmal miteinander nichts zu tun. Ganz wichtig ist es natürlich nicht, denn der Sachverhalt natürlich, der im Haftungsverhältnis eine Rolle spielt, ist natürlich auch für uns wichtig, um zu prüfen, ob wir Versicherungsschutz haben und dann eben, Sie sehen es, die Versicherungsleistungen erbringen in Form von Abwehrdeckung oder Freistellung. Ja, wo ist das geregelt, meine Damen und Herren? In § 100 ist es geregelt. Ich habe den hier mal abgedruckt.
Die Haftpflichtversicherung, im Rahmen der Haftpflichtversicherung ist der Versicherer verpflichtet, eben von begründeten Ansprüchen freizustellen und ansonsten eben Abwehrdeckung zu gewähren. Wer entscheidet jetzt darüber? Ich habe schon gesagt, wir als Versicherer, aber wie funktioniert das genau? Wir als Versicherer können natürlich, grundsätzlich müssen wir erstmal natürlich dazu berechtigt sein, zu prüfen, besteht denn dieser Anspruch auf Schadenersatz oder nicht. Wir können da aber natürlich nicht entscheiden, fröhlich, was wir wollen, sondern wir müssen da natürlich schon eine gewisse Plausibilität dahinter haben. Ja? Und die ist gerichtlich auch überprüfbar. Es ist nicht per se überprüfbar, was der Versicherer macht, im Deckungsverhältnis jetzt, aber es ist schon ein Stück weit überprüfbar, ist das natürlich, ist das, was der Versicherer da macht, irgendwie plausibel. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ne? Wenn Sie zum Beispiel als Versicherer sagen, der Bundesgerichtshof, Sie haben ja einen Anspruchnahme auf Schadenersatz und da sagt der Bundesgerichtshof, diese Rechtsfrage, die wird seit 10 Jahren vom Bundesgerichtshof auf eine bestimmte Art beantwortet und danach ist der Anspruch begründet. Ja? Jetzt kann ich als Versicherer natürlich nicht hergehen und sagen, ja, es gibt da aber so einen Professor in Leipzig, der steht kurz vor der Rente und der sagt, das ist alles ganz anders und hat ein dickes Buch darüber geschrieben, wie das eigentlich ist. Und das wenden wir jetzt hier ein, weil da müssen wir nicht zahlen, damit können wir abwehren. Das geht natürlich nicht. Ja? Also wir müssen plausibel diese rechtliche Prüfung vornehmen. Wenn wir das aber machen, dann ist grundsätzlich der Versicherungsnehmer daran erstmal gebunden. Ganz anders ist es, was die Gerichte entscheiden im Haftungsverhältnis. Ja? Wenn ein Gericht im Haftungsverhältnis zwischen VN und dem Kunden ein Urteil fällt und sagt, der Anspruch ist begründet, wir haben so erstmal Abwehrdeckung gewährt zum Beispiel und dann kommt raus, der Anspruch ist begründet, dann sind wir nach 105, 106 VVG, auch gegebenenfalls im Rahmen eines Vergleichs, sind wir daran gebunden als Versicherer und können dann nicht sagen, wir sehen das anders. Ja, und jetzt habe ich noch eine Folie mitgebracht, weil das auch immer ganz gerne falsch gemacht wird oder falsch verstanden wird, sage ich mal, weil kursiert immer das Gerücht, vertragliche Pflichtverletzungen seien nicht versichert, weil die vertragliche Haftung nicht versichert ist. Das stimmt natürlich nicht. Ja? Die vertragliche Haftung ist nicht versichert, das ist richtig, aber was ist vertragliche Haftung? Ein Anspruch auf Schadenersatz kann sich nicht nur aus dem Gesetz ergeben, sondern auch aus Tatbestandsmerkmalen, sagen wir, die rein vertraglich geregelt sind, die ich mit meinem Kunden vereinbare in einem Vertrag und die keinen Niederschlag im Gesetz gefunden haben. Das ist nur in speziellen Fällen versichert. Da muss unser Underwriter natürlich draufschauen, ob wir das versichern wollen. Aber wenn ich einen Vertrag habe und da Pflichtverletzungen begehe draus, dann ist das natürlich versichert, weil sich die Haftung ja aus dem Gesetz ergibt. Ne? Weil das Gesetz sagt, wenn du einen Vertrag hast, gegen den du verstößt, dann musst du haften. Dann musst du gegebenenfalls Schadenersatz leisten an deinen Vertragspartner. Und dann haben wir ja wieder eine gesetzliche Haftung, zwar durch eine vertragliche Pflichtverletzung, aber am Ende gesetzlich, die natürlich versichert ist. Ja, wenn guter Rat zum Businesskiller wird, ich habe es schon gesagt, die Frau Habenstein hat interessante Fälle aus der Praxis mitgebracht und damit würde ich an dich übergeben, Özgün. Ja, vielen Dank, Alexander, und auch ein herzliches Willkommen von mir an Sie, liebe Zuschauer. Genau, mein Kollege Herr Kahn hat es schon gesagt, wenn guter Rat zum Businesskiller wird. Ja, es ist ein altbekanntes Sprichwort, dass man sagt, guter Rat kostet nichts und hat noch keinem geschadet. Aber dieser Satz ist im Consulting-Business tatsächlich sehr falsch, denn obwohl Berater tatsächlich nur beraten, in Anführungsstrichen, und keine Umsetzung vornehmen oder wichtige Entscheidungen treffen, kann ein Ratschlag Sie, wenn es schief läuft, im schlimmsten Fall teuer zu stehen kommen. Und genau hierzu habe ich Ihnen ein paar Schadenbeispiele mitgebracht und genau würde jetzt auch mal anfangen mit dem Schadenbeispiel Nummer 1, der sogenannte entgangene Sanierungskostenzuschuss. Und zwar verhielt es sich in diesem Fall so, dass unser VN, also unser Versicherungsnehmer im Bereich des Energiewesens beratend tätig war und hierzu berät er einen Kunden bezüglich der Beantragung eines energetischen Sanierungskostenzuschusses und erstellt im Zuge dessen auch die Antragsunterlagen, die der Kunde auch fristgerecht einreicht. Soweit so gut. Eigentlich könnte man meinen, alles ist korrekt durchgeführt worden. Allerdings, wie es halt manchmal so ist, vergisst der Kunde bzw. der Versicherungsnehmer, dem Kunden mitzuteilen, dass dieser mit den Sanierungsbauarbeiten erst dann beginnen darf,
wenn der Genehmigungsbescheid vorliegt. Der Kunde beginnt aber jetzt schon vor diesem Zeitpunkt mit den Bauarbeiten, da ihm das nicht mitgeteilt wurde von unserem Versicherungsnehmer. Und als die Behörde dann davon Kenntnis erlangt, widerruft sie den Genehmigungsbescheid und fordert den Kostenzuschuss erfolgreich zurück. Der Kunde dreht sich jetzt natürlich um und wendet sich an unseren Versicherungsnehmer und will den entgangenen Zuschuss nun von unserem Versicherungsnehmer als Schadenersatz zurückbekommen. Genau, ja, wie haben wir den Fall gelöst? Es stellte sich in dem Fall so dar, dass die endgültige Versagung des Zuschusses einen klassischen Vermögensschaden für den Kunden des Versicherungsnehmers darstellt. Denn hätte unser Versicherungsnehmer den Kunden darauf hinweisen müssen, mit dem Baubeginn zu warten, bis der Genehmigungsbescheid vorliegt. Und wenn er das getan hätte, wäre auch der Zuschuss tatsächlich gewährt worden. Im Endeffekt war es dann so, dass der Schadenersatzanspruch in voller Höhe begründet war und wir den Versicherungsnehmer durch Zahlung des Zuschussbetrages an den Kunden von diesem Anspruch dann freigestellt haben. Also wir haben den Schaden in voller Höhe übernommen. Genau, jetzt kommen wir zum Schadenbeispiel Nummer 2. Der sogenannte fehlerhafte Gefahrguttransport. In diesem Fall hat unser Kunde bzw. unser Versicherungsnehmer seine Kunden im Bereich des Gefahrguttransports beraten und ein großer Getränkehersteller fragt beim Versicherungsnehmer an, wie genau CO2-Flaschen zur Herstellung von sprudelhaltigem Tafelwasser verpackt werden müssen, damit diese auf dem LKW gefahrlos transportiert werden können und nicht irgendwie platzen oder kaputt gehen oder bersten. Unser Versicherungsnehmer hat seinen Kunden entsprechend beraten und als der Transport durchgeführt wurde, stoppte die zuständige Sicherheitsbehörde den LKW und legte diesen durch einen entsprechenden Bescheid still, da die Verpackung nicht den transportrechtlichen Vorschriften genügen würde. Der Kunde des Versicherungsnehmers wehrt sich nicht gegen die Stilllegung und da die Ware bis zur ordnungsgemäßen Umverpackung nicht weiter transportiert werden konnte, erlitt der Getränkehersteller eine Betriebsunterbrechung. Nun will er die fortlaufenden Kosten seines Betriebs, die er während der Unterbrechung nicht erwirtschaften konnte, als Schadenersatz vom VN erstattet haben. Letztendlich muss man aber noch dazu sagen, stellt sich heraus, dass die Entscheidung der Behörde falsch war. Genau, wie haben wir den Fall gelöst? Also zunächst muss man festhalten, dass der Versicherungsnehmer seinen Kunden richtig beraten hat. Und hier war es eben auch so, dass den Kunden des Versicherungsnehmers, also dem Anspruchsteller, ein Mitverschulden vorzuwerfen war, da er letztendlich den rechtswidrigen Bescheid, der ja falsch ergangen ist, nicht angefochten hat, sodass dieser dann bestandskräftig wurde. Im Endeffekt war es in diesem Fall so, dass der Schadenersatzanspruch nicht begründet war und wir dem Versicherungsnehmer Abwehrdeckung gewährt haben, sprich ihn gegen die Inanspruchnahme verteidigt und ihm im gerichtlichen Verfahren die anwaltliche Vertretung zur Seite gestellt haben. Genau, jetzt kommen wir noch zu einem dritten Beispiel. Und zwar haben wir den die falsche IT-Lösung getauft. Und zwar ist unser Kunde hier beratend in einem großen Automobilhersteller tätig und berät die Kunden bezüglich der Implementierung einer Produktionssoftware und empfiehlt seinem Kunden die Software iCore 3.0. Der Kunde erwirbt die Software und implementiert diese selbst ordnungsgemäß. Nach dem ersten Hochfahren allerdings stürzt das gesamte Betriebssystem des IT-Systems des Automobilherstellers ab und muss komplett neu installiert werden. Aufgrund des Umfangs der Arbeiten dauert dies 3 Arbeitstage, in denen der Betrieb völlig stillstand. Es stellte sich dann auch noch heraus, dass die Software mit dem Betriebssystem des Kunden nicht kompatibel war, sodass die gesamte IT-Lösung rückgängig gemacht werden musste. Der Versicherungsnehmer wurde hier auf Ersatz des Betriebsunterbrechungsschadens, der Wiederherstellungs- und Rückbaukosten sowie den vergeblich aufgewendeten Kaufpreis für die Software in Anspruch genommen. Ja, wie haben wir den Fall gelöst? Hier war es tatsächlich so, dass eine Falschberatung vorlag. Unser Kunde hätte die Kompatibilität der Software mit dem vorhandenen IT-System genau prüfen müssen, was er leider nicht getan hat. Der Schadenersatzanspruch war zwar damit dem Grunde nach begründet, aber der Automobilhersteller konnte hier den größten Part seines Schadens, nämlich den Betriebsunterbrechungsschaden, nicht abschließend darlegen und beweisen, sodass dem Versicherungsnehmer bezüglich dieser Schadenposition zunächst Abwehrdeckung gewährt wurde
und wir dann letztendlich einen Vergleich zugunsten des Versicherungsnehmers schließen konnten und den Fall hier dann vergleichsweise erledigen konnten. Genau, jetzt gucke ich gerade mal auf die Uhr. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch ein allerletztes Beispiel mitgebracht, den sogenannten Hundefriseur. Und zwar ist es hier folgendermaßen, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, wir haben eine falsche Folie eingeblendet. Kleinen Augenblick mal kurz bitte. Genau, also ich trage den Fall jetzt mal frei vor. Und zwar war das in diesem Fall so, dass bei einer beauftragten Standortanalyse für einen Hundefriseursalon wurden wichtige Faktoren wie die Attraktivität des Standorts, die Erreichbarkeit, die Infrastruktur etc. ausgewertet und unser Versicherungsnehmer hat dem Kunden geraten, einen Hundesalon zu eröffnen. Hier war aber der Knackpunkt, unser Versicherungsnehmer hat vergessen zu prüfen die Konkurrenzsituation. Es war nämlich so, dass unser Versicherungsnehmer durch entsprechende Analysen in Erfahrung hätte bringen können, dass nahezu zeitgleich und in unmittelbarer Nähe ein Hundefriseur eröffnet wird. Und ja, er hat dieses wichtige Entscheidungskriterium seinem Kunden nicht mitgeteilt. Und hier war es dann leider so, dass der Anspruchsteller aufgrund der Standortberatung bereits Investitionen getätigt hat und langfristige Verträge geschlossen hat und nun den Schadenersatz in Form von den vergeblich getätigten Investitionen und dem entgangenen Gewinn von unserem Kunden zurückfordert. Genau, und die Lösung sehen Sie jetzt hier schon auf dieser Folie. Es war dann nämlich so, dass durch diese fehlerhafte Unternehmensberatung dem Kunden des Versicherungsnehmers Vermögensschäden entstanden sind. Denn es ist ja klar, er hätte die Konkurrenzsituation genau prüfen müssen und die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen müssen, weil wenn ich jetzt irgendwo einen Hundefriseursalon eröffne und 5 Minuten weiter ist ein zweiter Hundefriseur, dann hätte ich das natürlich meinem Kunden entsprechend mitteilen müssen. Die Lösung war, der Schadenersatz war in diesem Fall ja in voller Höhe begründet und wir haben den Versicherungsnehmer von der Forderung durch Zahlung entsprechend freigestellt. Genau, jetzt sind wir schon auch am Ende unserer Präsentation. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit unserem Vortrag interessante Einblicke geben, unter anderem in das Produkt, aber auch in die Schadenfälle. Und genau, dann bedanke ich mich bei Ihnen für die Teilnahme und wünsche Ihnen noch einen weiteren schönen Tag auf dem Hiscox Day. Vielen Dank. Alles Gute.